So, hallo allerseits. Ich wollte noch einen kleinen Nachtrag zur Tiefensuche machen, der First Search. Etwas nochmal genauer sagen, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben und dann nochmal ganz kurz Breitensuche beenden und dann kommen wir zu Anwendungen der Tiefensuche. So, wir waren hier bei einer interessanten Teil der Invariante das letzte Mal, nämlich diese hier, Sie erinnern sich, wie Tiefensuche arbeitet. Wir gehen immer, soweit es geht, einen Schritt vorwärts und wenn es nicht mehr weiter vorwärts geht, weil wir entweder an einem Knoten sind, wo es nicht mehr weitergeht oder weil wir auf einen Zügel gestoßen sind oder weil alle Kanten, die von diesem aktuellen Knoten aus rausgehen, abgearbeitet sind. In jedem dieser Fälle gehen wir stattdessen einen zurück und nehmen von da aus, falls es das gibt, wieder die nächste Möglichkeit. Das haben wir ein bisschen so gesagt, dass in jeder einzelnen Inzidenzliste, die Liste der rausgehenden Kanten aus jedem Knoten ist geordnet und die laufen wir natürlich nach dieser Ordnung durch und auf die Basis dieser Ordnung haben wir lexikografische Sortierungen, lexikografische Ordnungen auf Pfaden definiert, dass wir von einem Knoten zu einem anderen Knoten Pfade haben, sodass der eine dem anderen lexikografisch vorangehen kann, aber nicht, ja, also es ist eine totale Ordnung, das heißt, für je zwei Pfade, die nicht identisch sind, gilt, dass einer dem anderen vorangeht. Weil irgendwo, wenn sie nicht identisch sind, müssen sie auseinandergehen und an dieser Stelle, bei dieser Liste der rausgehenden Kanten, entscheidet sich dann, wer dem anderen vorgeordnet ist. So ähnlich wie bei Zeichenketten, die übliche lexikografische Ordnung, die Telefonbuchordnung. Und die Behauptung war, dass Tiefensuche, die lexikografisch, der Tiefensuchbaum, der entsteht, der besteht genau aus den lexikografisch kleinsten Pfaden von Startnoten zu jedem anderen Knoten. Und das haben wir schon mal ein Foto dazu auch aufgenommen und besprochen. Das will ich jetzt nochmal hier, Punkt 3.2, will ich nochmal das Bild, das wir dazu schon haben, nochmal ein bisschen verfeinern. Ich habe diese Stelle nochmal ein bisschen überarbeitet, um sie hoffentlich klarer rauszubringen. So. Wir haben jetzt den Startknoten. Und hier oben haben wir den tiefen Suchbaumpfad, der zu diesem Knoten V hinführt, auf dem wir V dann erreicht haben. Davon irgendwo abgehend der lexikografisch kleinste Pfad von S nach V. Also einerseits der Tiefensuchpfad und andererseits der lexikografisch kleinste Pfad. Und wir wollen zeigen, dass dieses Bild nicht sein kann, dass diese beiden Pfade nicht unterschiedlich sein können. Ja, die müssen nicht irgendwo in der Mitte auseinandergehen. Es kann sein, dass sie schon bei S auseinandergehen. Aber irgendwo gehen sie auseinander. An irgendeinem Knoten W, der auch S sein kann. So ungefähr war das Bild auch schon bisher. Und wir betrachten noch zwei Knoten dazu. Die unmittelbaren Nachfolger von diesem Knoten W nach unten auf den beiden Pfaden. Das ist eine Frage? Ach so, das soll ein U sein, Entschuldigung. Das ist ein U, das ist ein U und das ist ein O. Kann man das jetzt lesen als U? So einigermaßen. So, das soll das V sein. Ich hoffe, es ist verständlich. Das ist jedenfalls die Notation, die ich jetzt hier auch im Wiki verwendet habe. So, die Behauptung ist, dass dieses Bild nicht sein kann. Warum kann es nicht sein? So. Zunächst einmal ist U' in dieser Liste der von W ausgehenden Kanten vorgeordnet, weil nach Definition ist das hier der lexikografisch kleinste Pfad. Es ist in der Ordnung der
der aus W herausgehenden Kanten ist es die erste Kante, von der man aus V erreichen kann. So, das bedeutet aber, dass die Kante von W nach U' von der Tiefensuche früher gesehen wurde als die Kante von W nach U. Logisch. Wenn ich das so andeuten darf, in dieser Reihenfolge werden die Kanten, die aus W heraus zeigen, von der Tiefensuche betrachtet. So, aber wenn wir V über diesen Tiefensuchpfad gefunden haben, dann heißt das, von W über U, über diese Kante, bis V ist der Weg gewesen, auf dem wir V gefunden haben. Das bedeutet, V wurde erst gesehen, nachdem U gesehen wurde. Und U wurde erst gesehen, nachdem U' gesehen wurde. Erst wurde U' gesehen und dann U, weil die Kante von W nach U die Kante ist, über die wir U gesehen haben. Sonst wäre es nicht die Tiefensuchkante, die nach U hinein zeigt. So, und der Tiefensuchpfad von U nach V heißt auch, wir gehen ja nur zu noch nicht gesehenen Knoten weiter. Das heißt, wenn wir von U schrittweise nach V gegangen sind, dann haben wir zuerst U gesehen, dann den Nachfolger von U und so weiter und so fort bis V. Das heißt, in Summe, U' wurde gesehen vor U und U vor V, das heißt, U' wurde vor V gesehen. So, und wir haben eine Invariante, die sagt, wenn es einen Pfad gibt von einem Knoten wie hier U' zu einem Knoten V und U' wurde gesehen vor V, dann ist V finalisiert vor U'. Ja, wir arbeiten ja immer mit vollständiger Induktion. Meistens ist der Induktionsanfang, nicht immer, aber meistens ist der Induktionsanfang recht einfach, zuweilen sogar ganz trivial. Im Induktionsschritt müssen wir, das liegt in der Natur der Sache, müssen wir immer mit der Induktionsvoraussetzung argumentieren. Und die Induktionsvoraussetzung ist das, was hier immer die Invariante ist. Die Invariante ist nichts anderes als die wesentlichen, für den Beweis, wesentlichen Aspekte der Induktionsvoraussetzung. Also die wesentlichen Dinge, die man weiß über die Situation, unter der Annahme, dass der Algorithmus bis dahin korrekt gelaufen ist. So, wenn aber es kann nicht sein, dass V vor U' finished worden ist, denn U' wie ist jetzt das genaue Argument? Genau, U' liegt ja schon auf der durchlaufenden Seite des Pfades und ist nach Induktionsvoraussetzung damit schon finished, in diesem Moment, wo der DFS-Pfad auf V zeigt, wo V in dem DFS-Pfad drin ist. Ist ein bisschen kompliziert, aber Sie können sich ja das jederzeit nochmal anhören und dabei sich das entsprechende im Wiki, die Passagen im Wiki anschauen, die Sie ja dann immer hier sehen. Und ich bin zuversichtlich, dass, ich bin ja auch noch da, ich kann Ihnen ja auch immer helfen, ich bin zuversichtlich, dass das durchaus gut verständlich ist. Apropos Induktion, haben Sie nochmal nachgedacht über den Murmelbeweis? Will jemand was dazu sagen? Bitte? Das Problem bei dem Beweis ist, dass der Induktionsschritt implizit annimmt, dass es mehr als zwei Elemente gibt. Genau. Deswegen funktioniert das für n gleich 2 nicht. Genau, der Induktionsschritt funktioniert für alle n, außer für n gleich 2. Kann ja auch nicht, denn für n gleich 2 gilt ja die Aussage nicht. Warum funktioniert es nicht? Das haben Sie genau herausgearbeitet. Es wird implizit angenommen, dass es noch ein drittes Element gibt, mit dem man die beiden herausgenommenen Elemente jeweils einzeln vergleicht, sodass man eine Transitivität über das dritte Element herstellen kann. Und das funktioniert für n gleich 2 nicht, da gibt es dieses dritte Element nicht. Sie erinnern sich nochmal, vom letzten Mal, ich habe dieses Beispiel gebracht. Dieses Beispiel
ist offensichtlich, in diesem Beispiel ist der Beweis offensichtlich falsch, weil er etwas beweist, was offensichtlich nicht der Realität entspricht. Aber oft, ja, gehen Sie in sich, versuchen Sie sich zu überlegen, ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, wenn es eine Aussage gewesen wäre, die nicht offensichtlich falsch ist, sondern wenn es eine Aussage gewesen wäre, die plausibel ist, aber vielleicht doch falsch, hätten Sie es so, den sich den Beweis so genau überlegt? Ich meine, ich bin ja ein bisschen husch-husch rübergegangen. Ja, ich bin ja über die kritische Stelle rübergegangen. Aber das passiert häufig, das finden Sie in Lehrbüchern, das finden Sie in Vorlesungen, in Publikationen, dass gerade die Induktion immer wieder so ein bisschen vermanscht wird. Ja? Hätten Sie den Fehler gefunden? Hätte ich den Fehler gefunden? Vermutlich hätten wir alle nicht so genau hingeschaut und hätten auch vertraut darauf, ja, ja, wird schon alles passen. Die Leute haben sich ja Gedanken dazu gemacht. Ja, also man muss immer wachsam sein und alles hinterfragen. Gerade die Vollständigkeit ist ein Musterbeispiel dafür, wenn man die nicht immer ganz genau ausarbeitet. Deshalb arbeite ich die immer genau aus. Wenn man die nicht ganz genau ausarbeitet, kann man da beliebig viel Blödsinn reinbauen und dementsprechend auch beliebig viel Blödsinn beweisen. So, gibt es noch Fragen zur DFS? Das war nur noch der Nachtrag, den ich dazu machen wollte. Achso, wieder das berühmte Foto. Okay. Gut. Ein paar Fotos ganz von der ersten Vorlesung sind nichts geworden, die muss ich dann nochmal selber nachfotografieren. Breitensuche waren wir im Wesentlichen auch schon beim letzten Mal fertig. Sie kennen vielleicht Breitensuche aus der GDE2 oder woanders woher. Sie erinnern sich, wir haben jetzt nicht einen Stack wie bei der Tiefensuche, sondern eine FIFO-Queue, First In, First Out. Und wir haben in Varianten herauskristallisiert, dass wir haben die Queue als Wellenfront innerhalb des Graphen. Der Inhalt der Queue kann man ja verstehen als eine Wellenfront, breitet sich aus von vom Startknoten und im Prinzip sind alle Knoten der Wellenfront auf gleicher Entfernung, in der gemessenen Anzahl der Kanten, gleicher Entfernung vom Startknoten. Natürlich nicht hundertprozentig gleich, sondern, und das sagt die Invariante, nur um 1 unterschiedlich. Ja, manche der Elemente der Queue haben Distanz k. K ist die Zahl, die sozusagen der Abstand, der Schritt für Schritt wächst. Und manche haben Distanz k plus 1. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die vorne sind in der Queue, haben Distanz k. Und die hinten sind, haben Distanz k plus 1. Es kann sein, dass es gar keine Knoten mit Distanz k plus 1 in dem Moment gibt. So, und was nicht unwichtig ist, alle Knoten mit Distanz höchstens k sind schon gesehen worden. Induktionsanfang, haben wir beim letzten Mal schon gesehen, ist wie fast immer recht einfach. Wir müssen einfach nur richtig initialisieren. Der Startknoten ist schon gesehen worden und so weiter und so fort, haben wir beim letzten Mal schon betrachtet. Induktionsschritt, wie der läuft, haben wir beim letzten Mal schon betrachtet. Wir nehmen immer ein Element aus der Queue raus, geben die in die Output-Sequenz rein und alle Knoten, die noch nicht gesehen worden sind, die von V aus direkt über eine Kante erreichbar sind, werden in den Output eingefügt und als gesehen gelabelt und in die Queue eingefügt. So. Nochmal, wenn ich hier bei einem Induktionsschritt, bei einer Induktionsbasis einen Beweis habe, der meistens, aber nicht immer obvious ist, dann ist das der Beweis dafür, dass diese Initialisierung tatsächlich die Invariante vor der ersten Iteration garantiert. Bitte? Ich glaube, ich habe es gerade falsch verstanden. Hatten Sie gesagt, dass das aus der Queue rausgenommen wird und dann ein Output? Weil dann wäre Widerspruch zum Rest, den Sie gesagt haben. Ja, hier müssen wir, Moment. Wir nehmen einen Knoten raus und packen ihn in die Output-Sequenz rein. Dann kommen, also zwei später kam dann ja, dass alle
Elemente, die von diesem V aus erreicht sind, direkt in die Output-Sequenz, aber zusätzlich die Q muss dann ja auch ach so, wieder rauskommen, dann werden sie ja doppelt im Output. Das ist ach so, kann sein, dass ich da eben was falsch gesagt habe. Erst in dem Moment, wenn ein Knoten aus der Q rausgeht, dann soll er in die Output-Sequenz. Sorry, wenn ich das eben anders formuliert habe, inkonsistent mit dem. So. Die Variante, ein Knoten ist immer, wird immer gelöscht aus Q, die ist erfüllt. Wenn ich hier beim Induktionsschritt, da war ich stehen geblieben, einen Beweis habe, dann ist das erstens, dass die Variante tatsächlich passt, dass die Variante tatsächlich erfüllt wird und dass die Invariante durchgehalten wird. Ja? Unter der Annahme, dass die Invariante vorher galt, Invariante gleich Induktionsvoraussetzung, wird bewiesen, dass die Invariante auch nach dieser Iteration gilt. Ja? Es ist eine etwas andere Form der Induktion, als Sie das bei den einfachen Summenformeln in der Mathe 1 gesehen haben. Aber es ist immer dasselbe Prinzip. Vollständige Induktion ist nicht nur gut für Summenformeln. So. Warum werden die Invarianten durchgehalten? Wir gucken uns die Situation an, um die es da geht. Wir haben den Startknoten, wir haben den aktuellen Knoten V, der gerade aus der Q herausgenommen wurde. Und wir haben die Situation, wir haben einen anderen Knoten noch nicht gesehen. Der ist also noch hinter der Wellenfront. Und wir machen uns erstmal Gedanken darüber, welche Distanz dieser andere Knoten W eigentlich vom Startknoten aus haben kann. So, die Distanz von V ist genau K. W ist jetzt zum ersten Mal gesehen worden. Induktionsvoraussetzung, es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Induktionsvoraussetzung, alle Knoten mit Distanz k oder kleiner sind schon gesehen worden, w ist nicht gesehen worden, also hat w Distanz größer gleich k plus 1, größer k. Aber wenn v Distanz k hat und w von v aus direkt über eine Kante erreichbar ist, kann die Distanz von w nicht größer als k plus 1 sein. Es bleibt eine einzige Zahl übrig, nämlich w hat Distanz k plus 1. Das heißt, wenn wir W hinten an die Q ranhängen, bleibt dieses Bild erhalten. Die ersten Elemente haben Distanz K in der Q. Die restlichen Elemente, sofern vorhanden, haben Distanz K plus 1. So, jetzt haben wir noch eine weitere Invariante, einen weiteren Schritt zu beweisen. Den hier haben wir noch nicht bewiesen. Haben wir eben als Induktionsvoraussetzung benutzt. Ja? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Hier stehen in der Invarianten teilweise Aussagen drin, die eigentlich uns gar nicht weiter interessieren, die vielleicht nett anzusehen sind, so wie hier. Alle Knoten mit Distanz höchstens k sind schon gesehen. Ist nett, das zu wissen, aber nicht weiter interessant. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil für den Induktionsbeweis, denn wir haben eben diese Aussage als Induktionsvoraussetzung benutzt, um das zu beweisen, was wir eigentlich über den Algorithmus aussagen wollen. Wenn wir das aber als Induktionsvoraussetzung, Hypothese benutzen wollen, müssen wir es natürlich genauso beweisen. So, wie beweisen wir das? Machen wir uns erstmal klar, in dem Moment, wenn k gleich bleibt, ja, wenn wir hinten höchstens Knoten anfügen mit Größe k plus 1 und hinten bleibt noch Länge k, ändert sich nichts. Das k bleibt gleich, alle Knoten mit Distanz höchstens k, die vorher gesehen wurden, sind auch alle Knoten mit Distanz größer k, die hinterher gesehen wurden. Ja, in den Fällen ändert sich nichts. Wo sich etwas ändert, ist in dem Moment, wenn k 1 größer wird. Ja, wir haben die Situation vorher, dass noch ein Element, ein Knoten mit Distanz k in der Q ist und alle anderen haben schon Distanz k plus 1, alle anderen Knoten in der Q. Jetzt nehmen wir das noch raus. Und nach der Logik geht k jetzt um 1 größer.
Und genau dann, das ist der Fall, in dem es prinzipiell passieren kann, dass nicht mehr alle Knoten mit Distanz höchstens k gesehen sind, denn jetzt haben wir plötzlich durch Erhöhung von k um 1 plötzlich einen Haufen von Knoten mehr, die Distanz höchstens k haben. Da könnte diese Invariante schief gehen. Geht es aber nicht, und aber das müssen wir beweisen. So, das haben wir jetzt. Die kritischen Iterationen sind die, in denen k um 1 wächst. Das sind die Iterationen, in denen vorher noch ein Element mit Distanz k, ein Knoten mit Distanz k drin war, rausgenommen worden. Alle anderen haben jetzt Distanz k plus 1 und damit geht der Zähler um 1 höher. Alle haben jetzt Distanz k. So, was wir uns klar machen müssen, ist, dass damit, da ja alle Knoten mit Distanz k gesehen worden sind und kein Knoten mit der alten Distanz k noch drin ist in der Queue, sie sind ja alle mal eingefügt worden, sonst wären sie nicht gesehen worden. Nach Induktionsvoraussetzungen sind sie alle gesehen worden. Aber es ist keiner von denen mit alter Distanz k mehr in der Queue drin, also sind sie mal eingefügt und dann wieder rausgenommen worden. So, das heißt also, nochmal dasselbe Bild, wenn wir alle Knoten mit Distanz k sind gesehen worden, sind weg, aus der Queue raus inzwischen, das heißt, die hier, wie dieser Knoten w, sind alle drin in der Queue. Sind gesehen worden. Und wenn sie in der Queue drin sind, sie sind gesehen worden, in dem Moment, als dieser Knoten extrahiert worden sind. Und damit sind alle Knoten mit Distanz k plus 1 gesehen worden. Denn für jeden einzelnen Knoten mit Distanz k, mit der alten Distanz k plus 1, der neuen Distanz k, können wir genau dieses Bild zeichnen mit einem bestimmten Knoten v. So, das obligatorische Foto habe ich, glaube ich, bisher vergessen. Nein, verwackelt. Okay. So, damit sind wir mit der Breitensuche auch soweit durch. Vielleicht nur Korrektheit, haben wir nicht genau geschaut. Das ist jetzt, wie man aus der Invariante schlussfolgert, dass das Endergebnis korrekt ist. Die Invariante, von der haben wir bewiesen, am Anfang vor der ersten Iteration ist sie durch die Initialisierung korrekt, ist sie gültig. Und Induktionsschritt, jede Iteration schaltet die Invariante fort. Also wenn die Invariante vorher galt, gilt sie auch hinterher. Und jetzt müssen wir mal sehen, in vielen Fällen folgt aus der Invarianten Trivialkorrektheit. Denken Sie an Sortieralgorithmen, die einfachen Sortieralgorithmen. Ja, sowas wie Selection Sort oder Bubble Sort hat als Invariante, dass nach i-Iterationen die letzten i-Elemente an den korrekten Positionen sind. Die größten i-Elemente an den korrekten Positionen. Wenn wir bei i gleich n angelandet sind, heißt das, alle Elemente sind auf den korrekten Positionen. Aber manchmal ist es wirklich trivial, aus dem Durchhalten der Invariante auf Korrektheit zu schließen. Manchmal nicht ganz. Hier ist es jetzt nicht so dramatisch. Also, sehen Sie öfters mal hier, jede Operation des Algorithmus ist wohl definiert. Sie greifen nicht auf einen Pointer zu, der 0 ist. Sie greifen nicht auf einen Array-Index zu, der nicht existiert. Ja, semantisch alles korrekt. Wenn ich das jetzt mal auf der Ebene der Programmiersprache auf diese Ebene übersetzen darf. So, die Variante, naja, es wird, Variante sagt, in jeder Iteration wird ein Knoten aus der Queue rausgenommen und es wird nur jeder Knoten nur einmal reingetan, nämlich genau in dem Moment, wenn er zum ersten Mal gesehen wurde. Danach ist ja das Boolsche Fleck gesetzt, dieser Knoten ist gesehen worden, wird nicht nochmal eingefügt. So, die Schleife terminiert deshalb nach einer endlichen Anzahl von Schritten, weil jeder Knoten nur maximal einmal eingefügt in die Queue wird und daher nur maximal einmal aus der Queue rausgenommen wird. Und in jeder Iteration wird ein Knoten rausgefügt, bis keiner mehr da ist. Rausgefügt ist ein interessantes Wort.
So. Wir haben behauptet, dass die Reihenfolge, genau in der die Knoten rauskommen aus der Queue, genau in aufsteigender Reihenfolge sind. Das ergibt sich einfach aus dem, was wir schon beim letzten Mal besprochen haben, was ich jetzt nochmal wiederholt habe. Die ersten Elemente haben in der Queue haben Distanz k, die nächsten haben Distanz k plus 1. Wenn Sie das in Gedanken durchgehen, so mal durchlaufen lassen von Distanz 0, Distanz 1 und so weiter und so fort, wie sich die Queue im Laufe der Zeit entwickelt. Das ist das, was hier mit Straightforward Induction steht, eine offensichtliche Induktion. Dann ist, denke ich, sofort klar, die Knoten kommen in aufsteigender Reihenfolge rein und werden in aufsteigender Reihenfolge wieder extrahiert und dementsprechend in die Ausgabesequenz geschrieben. Alles, was wir noch zu beweisen haben, ist, dass sämtliche Knoten, die von Stahlknoten aus erreichbar sind, tatsächlich irgendwann mal gesehen werden. Irgendwie ist das plausibel, wie auch bei Tiefensuche. Wir müssen es nur kurz formulieren. Wir nehmen an, dass es einen Knoten V gibt, der von S aus erreichbar ist, aber tatsächlich nicht gesehen wird von der Q. Ja, als zum Widerspruch nehmen wir das an. So, wenn er erreichbar ist von S aus, dann gibt es also einen Pfad von S nach V. Den nennen wir P. So, dieser Pfad. So, wenn S ist natürlich gesehen, V ist nicht gesehen. Wenn das eine Ende gesehen ist und das andere Ende nicht, muss es irgendwo zwei aufeinanderfolgende Knoten geben, sodass der eine gesehen wurde und der andere nicht. Sowas muss es geben. X ist gesehen worden, Y ist nicht gesehen worden. Vielleicht ist X schon gleich S, vielleicht ist Y erst gleich V oder irgendwo mittendrin. Mindestens eine solche Kante muss es geben. Aber X ist gesehen worden, nach Voraussetzung, das heißt X ist in die Q eingefügt worden, X ist irgendwann mal wieder deshalb aus der Q extrahiert worden und in dem Moment, wenn X, spätestens in dem Moment, wenn X aus der Q rausgenommen worden ist, muss Y gesehen worden sein. Dieses Bild kann also nicht sein. So, nochmal das Foto und dann sind wir mit Breitensuche fertig. Es sei denn, Sie haben noch Fragen dazu. Keine Fragen? Gut, dann möchte ich mit Tiefensuche weitermachen. Einen Schritt weitergehen, wiederholte Tiefensuche. Tiefensuche und Breitensuche können nur eins leisten, nämlich von einem Startknoten aus alle Knoten tatsächlich zu erreichen, die von diesem Startknoten aus erreichbar sind, über gerichtete Pfade. Was wir jetzt machen ist einfach, es ist eine ganz einfache Sache, brauchen wir gar nicht uns groß algorithmisch herumzuhantieren. Der Algorithmus ist ganz einfach. Solange es ungesehene Knoten gibt, nehmen wir einen davon als Startknoten, irgendeinen erst einmal, und wenden Tiefensuche darauf an. Ach so, hier noch ein Punkt. Ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, ich suche noch nach einem Namen für diese zweite Ordnung. Also man kann die Knoten bei der Tiefensuche entweder in lexikografischer Ordnung rausschreiben, nämlich immer dann, wenn sie zum ersten Mal gesehen worden sind, wenn die Tiefensuche zum ersten Mal hinkommt. Oder man kann die Knoten in einer anderen Ordnung rausschreiben, die wir damit umschrieben hatten, was ich eben schon mal benutzt habe. Wenn es einen Pfad von V nach W gibt, und V ist vor W gesehen, dann wird W vor V beendet. Also Umkehrung. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass hier im Wiki, es gibt meines Wissens keinen Namen dafür, parenthetical zu nennen. Dahinter steckt das englische Wort parenthesis. Das sind die runden Klammern.
Und der Gedanke dahinter ist, wenn Sie sich jetzt zwei Pfade an, wenn Sie sich jetzt beispielsweise zwei Knoten ansehen, ja, das eine ist vor dem anderen gesehen, V ist vor W gesehen, aber W ist vor V finished, dann sind die erstmals gesehen Zeiten und die erstmal finished Zeiten genau umgedreht. Das heißt, wenn Sie immer verstehen, seen als öffnende Klammer und finished als schließende Klammer, dann sind die Klammern korrekt ineinander geschachtelt oder entweder ineinander geschachtelt oder nacheinander. Genau wie ein korrekter Klammerausdruck. Ich will jetzt kein Urheberrecht an dieser Namensschöpfung beanspruchen, ganz und gar nicht. Also für ähnliche Situationen gibt es diese Begriffsbildung schon, da habe ich mich bedient. Wenn Sie noch einen besseren Vorschlag haben, das ist ja das Schöne an so einem Wiki, dass man dann auch Änderungen nachträglich noch machen kann, aber wenn Sie keinen besseren Vorschlag haben, bleibt es dabei. So, also eine ganz einfache Sache. Einfach so lange Tiefensuche machen, bis es keinen ungesehenen Knoten mehr gibt. Wenn der Graph stark zusammenhängend ist, wenn man von jedem Knoten den anderen Knoten aus erreichen kann, dann reißt es die erste Tiefensuche schon. Die erreicht ja dann alle Knoten. Wenn der Graph nicht stark zusammenhängend ist, hängt es davon ab, welchen Startknoten man erstmal wählt, welche Knoten man da von dem aus erreichen kann und welche noch übrig bleiben, aus denen man da den nächsten Startknoten wählt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache Sache. So, da wollen wir jetzt auch die Tiefensuchbäume rauskriegen, aber das ist jetzt nicht mehr ein einzelner Baum. Im gerichteten Fall nennen wir das Arborescence, Arbor, lateinisch der Baum. Ich werde nochmal, vielleicht beim nächsten Mal, noch ein bisschen auf die Terminologien systematischer eingehen. Es gibt eine Wiki-Seite, die heißt Basic Graph Definitions, also grundlegende Graphendefinitionen. Da finden Sie die ganzen Begriffe, die wir hier von Graphen verwenden. Was ist eine Arborescenz? Das ist das, was Sie als Wurzelbaum kennen. Von einer Wurzel aus zu anderen Knoten und von denen aus wieder zu anderen Knoten und so weiter, immer weiter verzweigend, ohne dass es mal irgendwo zusammenläuft, ohne dass es mal irgendwo einen Zirkel gibt. Und ein Branching, Arborescenz verhält sich zu Baum wie Branching zu Wald. Ja, was ist ein Wald? Das ist eine Menge von Bäumen. Was ist ein Branching? Das ist eine Menge von Arborescenzen, die keine Knoten miteinander gemeinsam haben. So, und wenn wir jetzt mehrere Tiefensuchen machen, dann kriegen wir natürlich nicht mehr eine einzelne Arborescenz, nicht mehr einen einzelnen Wurzelbaum raus, sondern wir kriegen mehrere raus und eine Ansammlung von mehreren Arborescenzen, die nichts miteinander zu tun haben, heißt ein Branching. Das nehmen Sie hier erst einmal zur Kenntnis. Wir werden später nochmal auf Branchings zurückkommen. So, und der interessante Punkt ist jetzt, diese Output-Ordnung, und das wird auch wichtig sein für Anwendungen, zu denen wir gleich kommen, diese Output-Ordnung, der ich jetzt den Namen Parenthetical gegeben habe, falls jemand eine Idee hat, wie man das gut ins Deutsche übersetzen kann, nur zu. Diese Ordnung setzt sich fort auf die wiederholte Tiefensuche. Ja? Es ist wortwörtlich dasselbe. Ich glaube, ich habe das sogar wortwörtlich von der Tiefensuche abgekupfert. Wir betrachten zwei Knoten, sodass V vor W gesehen worden ist. Entweder in derselben Tiefensuche oder in einer vorhergehenden Tiefensuche. Und wenn es einen Pfad von V nach W gibt, dann ist W vor V finished, endgültig erledigt. Ja, die andere, die lexikografische Ordnung, die setzt sich nicht fort, die kann man auch gar nicht mehr überhaupt sinnvoll definieren in der Situation, in der wir hier sind. Aber diese Reihenfolge, die für uns später wichtig sein wird, die kann man sinnvoll definieren, immer noch. Und die wird auch tatsächlich durchgehalten. Warum ist das so? Den Algorithmus haben wir ja gesehen. Also Correctness. Complexity lasse ich hier immer aus. Das sind offensichtliche
Sachen, das Breitensuche, Tiefensuche und auch die wiederholte Tiefensuche, lineare Komplexität haben, ist, denke ich, leicht zu sehen, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber warum ist das so mit dieser Reihenfolge der Knoten? Also zunächst einmal ist ein Punkt offensichtlich, alle Knoten werden gesehen und irgendwann mal beendet. Weil solange es einen Knoten gibt, der nicht gesehen wurde, wird einer genommen für die nächste Tiefensuche. Und jeder Knoten, der gesehen wird durch die Tiefensuche, wird auch irgendwann mal finished sein, spätestens wenn diese Tiefensuche beendet ist. So, jetzt betrachten wir den Fall. Wir wollen jetzt zeigen, wenn V von V nach W ein Pfad ist und V vor W gesehen wurde, dann wird es W vor V finished. Jetzt gucken wir uns erstmal den Fall an, dass die beiden in derselben Tiefensuche gesehen worden sind. Dann ergibt sich die Aussage einfach aus derselben Aussage von DFS. W ist vor V finished, wenn V vor W gesehen wurde und ein Pfad von V nach W existiert. So, also betrachten wir den anderen Fall. V ist deshalb vor W gesehen worden, weil V in einer früheren DFS als W gesehen worden ist. So, in dem Fall ist V natürlich vor W auch finished, nämlich in derselben DFS. So, was wir jetzt uns klar machen müssen, ist, dass in dem Fall, wenn V in einer früheren DFS als W finished, gesehen und beendet wurde, kann es unmöglich einen Pfad von V nach W geben. Denn wenn es einen Pfad von V nach W gäbe, das ist jetzt ganz einfach zu sehen, dann wäre auch W von dem Startknoten dieser ersten DFS-Laufs aus erreichbar gewesen, nämlich über V und dann diesen Pfad. Und dann wäre auch W in derselben früheren DFS prozessiert worden, ist es aber nach Annahme nicht. Das heißt also, wenn wir die Situation haben, die wir nicht haben wollen, V ist vor W gesehen, V ist aber auch vor W beendet, dann kann es unmöglich einen Pfad von V nach W geben. Und damit haben wir diese Eigenschaft wieder erfüllt. Gibt es dazu an dieser Stelle Fragen? Habe ich sie alle abgehängt? Wen habe ich abgehängt? Wen habe ich nicht abgehängt? So rum soll ich fragen. Okay, diejenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, denken Sie, dass Sie eine konkrete Frage stellen können an dieser Stelle? Gut, lassen Sie sich nochmal durch den Kopf gehen. Nehmen Sie die Vorlesung, wenn Sie alles hier verstehen, wunderbar. Aber nehmen Sie die Vorlesung sonst, wie ich das glaube ich schon gesagt habe, als Vorbereitung für die Nachbereitung der Vorlesung, beziehungsweise auf gut Deutsch, als Vorbereitung für die Vorbereitung auf die Prüfung oder beziehungsweise auf die Übungsaufgaben. Natürlich, denn da werden Sie ja auch mit dem Stoff umgehen müssen. Das geht aber natürlich nur, wenn Sie tatsächlich versuchen, der Vorlesung so weit wie möglich zu folgen. Wenn Sie nur da sitzen und aus dem Fenster schauen und dann oder was auch immer, dann haben Sie natürlich nicht so auch diesen vorbereitenden Effekt nicht. Man sollte es nicht unterschätzen, durch mehrmaliges konfrontiert werden mit dem Stoff, dass es doch sehr hilfreich ist, auch dann, wenn man nicht beim ersten Mal alles verstanden hat. Bitte? Also ich habe eine Frage, vielleicht einfach eher dazu, wie man es anwendet. Wie man es anwendet? Also man hat quasi eine Liste von Sachen, die man noch nicht gesehen hat, und man hat eine Liste von Sachen irgendwann, die man gesehen hat. Genau. Sie können sich das so vorstellen, Sie haben eine Linked List von allen Knoten, und bei jedem Knoten haben Sie ja dann Flag gesehen oder nicht gesehen. Und der ist immer auf nicht gesehen erst einmal. Und in jeder DFS merken Sie sich, wo der Startknoten in der Linked List ist, also mit dem Iterator vielleicht. Und Sie alle Knoten, bei denen Sie vorbeigekommen sind, setzen Sie das Flag auf gesehen. Und wenn jetzt die nächste Suche ist, dann gehen Sie so lange mit dem Iterator weiter, bis Sie wieder auf einen bisher noch nicht gesehenen Knoten kommen. Und mit den nehmen Sie wieder als Startknoten. So könnte man das implementieren. So würde man es wahrscheinlich implementieren. Beantwortet das Ihre Frage? Okay. Gut. Ich glaube, Sie müssen... Kommt es vor? Nee, ich glaube, in den Übungsaufgaben kommt es nicht vor. Wiederholte Tiefensuche. So, wozu kann man diese wiederholte Tiefensuche jetzt gebrauchen?
Man kann sie gebrauchen für starke Zusammenhangskomponenten, die eines gerichteten Graphen zu berechnen. Was sind starke Zusammenhangskomponenten? Also zunächst einmal, ein Graph ist stark zusammenhängend. Der gesamte Graph, wenn ich von jedem Knoten aus jeden anderen Knoten über einen gerichteten Pfad erreichen kann. Ja, was kann man sich vorstellen, was ein nicht stark zusammenhängender... Also ein nicht stark zusammenhängenden Graphen können Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie haben da einen Haufen fest eng miteinander verbunden und dann gibt es gerichtete Brücken von da aus in einen anderen Teil des Graphen, aber nicht wieder zurück. Dann ist es natürlich nicht mehr stark, der Graph nicht mehr stark zusammenhängend. So kann man sich das ungefähr zum Beispiel vorstellen. So, jetzt ist aber ein Graph nicht unbedingt stark zusammenhängend. Ja, es muss nicht sein, dass man von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten kommen kann. Und was man aber dann berechnen kann und zuweilen auch berechnen will, sind die Komponenten des Graphen, die Knotenmengen in dem Graphen, die in sich stark zusammenhängend sind. Ja, ich kann mir einen Knoten hernehmen und gucken, mit welchen anderen Knoten dieser Knoten jetzt stark zusammenhängend ist. Ich komme hin und ich komme wieder zurück. Die bilden eine starke Zusammenhangskomponente. Und andere Knoten, für die dasselbe gilt, bilden wieder eine weitere starke Zusammenhangskomponente. Nämlich in einer solchen Komponente kommt man von jedem Knoten zu jedem Knoten über einen Pfad. Und diese starken Zusammenhangskomponenten, die bilden eine Partition der Knotenmenge. Ja, weil die Transitivität gilt. Beziehungsweise es ist eine Äquivalenzrelation. Beide sind in derselben starken Zusammenhangskomponente, das heißt, jeder Knoten ist mit sich selbst in einer starken Zusammenhangskomponente. Symmetrie, wenn V mit W in starker Zusammenhangskomponente ist, dann auch W mit V. Und Transitivität, wenn ich von X nach Y und nach Y nach Z komme und ich komme von Z nach Y und von Y nach X zurück, dann sind auch X und Z die beiden äußeren in der starken Zusammenhangskomponente. Das heißt, es ist gemeinsam in einer starken Zusammenhangskomponente sein, ist eine Äquivalenzrelation. Das bedeutet, die starken Zusammenhangskomponenten bilden eine Partition der Knotenmenge in die Äquivalenzklassen. Mit Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen hatten Sie in der Mathematik zu tun, oder? Okay, dann sage ich Ihnen da jetzt nichts Neues. So, wir haben also als Input einen gerichteten Graphen. Starke Zusammenhangskomponenten machen nur Sinn, diese Definition bei gerichteten Graphen, weil es eben darum geht, über gerichtete Pfade hin und her zu kommen. Was ist der Output? Rein technisch gesprochen ist es erstmal eine Menge von Knotenmengen. Was ist die Semantik? Jede dieser Knotenmenge ist eine der starken Zusammenhangskomponenten, strongly connected component. Finden Sie die Definition, die exakte Definition, wir werden da, denke ich, beim nächsten Mal vielleicht als Exkurs mal drauf zu sprechen kommen, finden Sie auf der Wiki-Seite Basic Graph Definitions. So, dazu betrachten wir jetzt einen Algorithmus, das ist der Standardalgorithmus, benannt nach seinem Erfinder, soweit ich weiß, und dieser Erfinder heißt Kosarayo, soweit ich weiß, japanischen Ursprungs. So, der berechnet die starken Zusammenhangskomponenten und der verwendet diese wiederholte Tiefensuche. Gehen wir wieder mal durch. Algorithmische Problemstellung, starke Zusammenhangskomponenten berechnen. Der Algorithmus ist wieder eine Schleife. Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal. Sie haben ja sicherlich irgendwo mal gesehen, dass man jede Schleife auch zu einer Rekursion machen kann und jede Rekursion zu einer Schleife. Aber für die meisten Algorithmen gibt es so etwas wie eine natürliche, verständlichere Darstellungsweise. Ja? Merge Sort oder Quick Sort würde man eher wahrscheinlich rekursiv darstellen, das ist leichter darzustellen. So ein Algorithmus wie Dijkstra würde man wahrscheinlich eher als Schleife darstellen. Es ginge natürlich auch als Rekursion. Es gibt auch manche Algorithmen, wo beides seine Vor- und Nachteile hat. So wie bei Tiefensuche und Breitensuche hatten wir es besprochen. Beides rekursiv, iterativ hat seine Vor- und Nachteile. Da habe ich mich für Schleife, für iterativ entschieden. Unter anderem
erstens mal, weil es mir besser gefällt persönlich und zweitens mal, weil man so etwas wie Tiefensuche oder Breitensuche häufig gerne als Iterator implementieren würde und das geht natürlich nicht rekursiv. So, hier macht es meines Erachtens auch wieder eher Sinn, das als Schleife und nicht als Rekursion darzustellen. Rekursion, denke ich, wäre ein bisschen gekünstelt. Ist natürlich auch möglich. So, was macht dieser Algorithmus? Der macht was ganz Interessantes, finde ich persönlich. So, das Erste, was er macht, ist, wiederholte Tiefensuche, wie wir sie eben kennengelernt haben, anzuwenden. Auf diesen gerichteten Graphen, von dem wir die starken Zusammenhangskomponenten finden wollen. Und zwar interessiert uns diese komische Ausgabeordnung, die ich Parenthetical genannt habe. Nochmal zur Erinnerung, wenn ich zwei Knoten V und W habe, es gibt einen Pfad von V nach W. Wenn ich V vor W sehe, beende ich W vor V. Umgedreht. So, aber mich interessiert nicht genau diese Reihenfolge, sondern mich interessiert die umgekehrte Reihenfolge. Warum, werden wir dann sehen. Jetzt drehe ich den Graphen um. Ich drehe den Graphen um und das bedeutet, ich drehe jede einzelne Kante um. Und was wir uns klar machen müssen, ist zunächst einmal, dass durch diese Operation die starken Zusammenhangskomponenten sich nicht ändern. Es sind immer noch dieselben Knoten, die in einer gemeinsamen starken Zusammenhangskomponente sind. Wenn ich zwei Knoten V und W in einer starken Zusammenhangskomponente habe, heißt das ja nichts anderes, als dass es eine Fahrt von V nach W gibt und eine Fahrt von W nach V. Und wenn ich jetzt alle Kanten umdrehe, dann drehen sich die beiden Pfade um und es gibt weiterhin einen Pfad von V nach W und einen Pfad von W nach V, nur sie haben sich geändert. Das heißt, die beiden Knoten, wenn sie vorher im ursprünglichen Graphen in einer starken Zusammenhangskomponente waren, sind sie auch hinterher nach dem Drehen aller Kanten, nach dem Umdrehen aller Kanten in dieser starken Zusammenhangskomponente. So, schnell das Bild. So, und jetzt passiert eine Zauberei. In diesem transponierten Graphen, Sie kennen transponierte Matrix, es ist eine analoge Bedeutung. In diesem transponierten Graphen, wo alle Kanten umgedreht worden sind, machen wir nochmal eine solche wiederholte Tiefensuche. Und zwar gucken wir uns dabei genau die Ordnung an, in der die Knoten als Startknoten, als potenzielle Startknoten berücksichtigt werden. Nämlich genau das, was wir hier in Schritt 2 gemacht haben. Das, was wir herausbekommen haben, als Ordnung, als Reihenfolge der Knoten, umgedreht, ist jetzt die Reihenfolge, in der wir die Knoten durchgehen und gucken, ob das jeweils der nächste Startknoten der Tiefensuche sein soll. Und die Behauptung ist jetzt, ja, also Tiefensuche, wiederholte Tiefensuche, Kanten umdrehen, nochmal wiederholte Tiefensuche. Und die Behauptung ist jetzt, dass das, was wir jetzt bei dieser zweiten Tiefensuche rauskriegen, ja, die Knoten, die immer in einem einzelnen Tiefensuch gemeinsam bearbeitet worden sind, dass das die starken Zusammenhangskomponenten sind. Komisch, oder? Eine wiederholte Tiefensuche, alle Graphen umgedreht, nochmal eine wiederholte Tiefensuche. Die einzelnen Tiefensuchbäume dieser zweiten wiederholten Tiefensuche spannen die starken Zusammenhangskomponenten auf. Das muss, glaube ich, erklärt werden. Oder? Sind Sie der Meinung, dass das offensichtlich ist, dass das
dass das dabei herauskommt. Nicht so richtig, ne? So, wie erklären wir das? Also gehen wir erst einmal hin zu dem Korrektheitsbeweis. Sie sehen, er ist ein bisschen länglich geworden, aber ich versuche das möglichst weitgehend an der Tafel zu skizzieren. So, ich zeichne jetzt mal eine vergröberte Sicht des Eingabegraphen ein, von dem wir die starken Zusammenhangskomponenten berechnen wollen. Und zwar vergröbert dahingehend, dass ich nicht die einzelnen Knoten zeichne, sondern ich zeichne die starken Zusammenhangskomponenten so als große Knubbel. So, das reicht schon. Jetzt 6 große Knubbel sollen die 6 starken Zusammenhangskomponenten sein. So groß müssen die Knubbel nicht unbedingt sein. Sie können sich gut vorstellen, dass es auch einzelne Knoten gibt, die für sich genommen starke Zusammenhangskomponenten sind, weil es keinen anderen Knoten gibt, sodass man von diesem Knoten aus hin und wieder zurückkommt. Ja, also das Bild ist dahingehend ein bisschen suggestiv, dass es so aussieht, als ob starke Zusammenhangskomponenten immer riesig sein müssten, müssen sie aber nicht sein. Jetzt machen Sie sich Folgendes dabei klar, da gehen natürlich Kanten zwischen den einzelnen starken Zusammenhangskomponenten hin und her. Also innen drin gibt es natürlich einen Haufen Kanten, weil man muss ja von jedem Knoten zu jedem anderen kommen. Aber es gehen auch Kanten von einer starken Zusammenhangskomponente von einem Knoten hier drin zu einem Knoten da drin. Zum Beispiel so, so, so. Ja, nur mal so angedeutet. Genauso bei den anderen. Aber was nicht passieren kann, ich muss es etwas allgemeiner zeichnen, oder ich möchte es etwas allgemeiner zeichnen. So. So. Was nicht passieren kann, ist sowas. Es kann nicht sein, dass Sie sozusagen zyklisch von einer starken Zusammenhangskomponente zur nächsten kommen. Von der links oben, rechts daneben, schräg unten, links daneben und wieder zur ersten zurück. Warum nicht? Weil damit diese 4 starken Zusammenhangskomponenten in Wirklichkeit eine wären. Ja, Sie kommen von jedem Knoten hier oben über diese Pfade, also innen drin, innerhalb der starken Zusammenhangskomponente, über diesen Pfad, innerhalb dieser starken Zusammenhangskomponente, über diesen Pfad, kommen Sie zu jedem Knoten hier unten drin und rückwärts über diesen Weg wieder zurück. Dieses Bild kann nicht, wenn die Knubbel die starken Zusammenhangskomponenten sein, dann kann ein solcher Zykel von Kanten nicht sein, denn damit würden diese in diesem Beispiel diese 4 starken Zusammenhangskomponenten in Wirklichkeit eine starke Zusammenhangskomponente sein. So, das Bild. So, also sind diese Kanten, die zwischen starken Zusammenhangskomponenten gehen, azyklisch. So, ich habe das so angeordnet, dass immer Kanten von nach rechts oder nach unten gehen, um das deutlicher zu zeigen. Ja, so muss das Bild aussehen. Es kann beliebig viele Kanten zwischen den starken Zusammenhangskomponenten geben, aber es darf sich kein Zügel bilden. Das heißt, es muss irgendwie eine Tendenz sein, von ersten starken Zusammenhangskomponenten auf letzten starke Zusammenhangskomponenten. So muss das Bild aussehen.
So, jetzt überlegen wir uns, was die erste wiederholte Tiefensuche damit macht. Der erste Startknoten kann natürlich irgendwo sein. Der erste Startknoten könnte zum Beispiel hier, was nehmen wir als Beispiel, nicht zu viel. Der erste Startknoten könnte zufälligerweise zum Beispiel hier oben rechts in dieser starken Zusammenhangskomponente sein. Ja? Was wird die erste DFS alles an Knoten finden? Das male ich jetzt mit gelb. Sie wird alle Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente finden. Und sie wird alle Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente finden. In diesen beiden rechten. Das wird die erste DFS finden, wenn zufälligerweise oben rechts in dieser starken Zusammenhangskomponente der Start drin war. Rein zufällig. So, die nächste DFS, wo könnte da? Rein zufällig könnte der Startknoten zum Beispiel unten links in der Komponente sein. Was wird dann, jetzt in grün gemalt, was wird dann von dieser DFS gefunden? Alles hier drin, in dieser Zusammenhangskomponente und in dieser hier unten in der Mitte. Das hier nicht mehr. Das ist schon gesehen worden, das wird nicht normal gesehen. Das, was gelb ist, wird nicht nochmal grün. Wir durchlaufen jeden Knoten nur in einer DFS. So. Entschuldigung, welche Kante? Ganz links. Hier? Ja. Die geht noch da runter. Die zeigt runter. Ist das nicht so gut sichtbar? So? Danke. Sonst würde man wenn diese Kante ganz links nach hoch statt nach runter gehen würde, hätte man natürlich dann auch die Zusammenhangskomponente oben links gefunden in diesem DFS. So, zufälligerweise, machen wir uns ein bisschen schwerer, zufälligerweise wird jetzt oben die mittlere starke Zusammenhangskomponente, wird daraus ein Startknoten gewählt. Was wird diese DFS alles entdecken? Nur das, was hier in dieser einzelnen starken Zusammenhangskomponente ist, mehr nicht. So, wir haben noch eine Farbe Rot. Jetzt ist zwingend der Fall, dass der Startknoten der letzten Tiefensuche aus dieser starken Zusammenhangskomponente oben links herkommt. Und genau das wird auch alles gefunden. Ja, so. Also, gelb war die erste. Grün die zweite DFS, blau die dritte und rot die vierte. Ja, das ist das Ergebnis der ersten DFS. Müssen wir wieder fotografieren. Okay. So, jetzt drehen wir den Graphen um. Wir haben eben schon festgestellt, die starken Zusammenhangskomponenten, die großen Knubbel, bleiben dieselben. Was sich aber für unsere Zwecke ändert, sind die Kanten, die zwischen starken Zusammenhangskomponenten verlaufen, die drehen sich gerade um. So, erstmal ziehe ich nochmal die Farbe nach. So. Jetzt sind die Kanten umgedreht. Muss ich noch machen? So,
Habe ich alle Kanten jetzt gezeichnet, die Orientierung? Ich glaube ja, oder? So, das ist die Situation. Und jetzt machen wir nochmal eine wiederholte Tiefensuche, und zwar die Startnoten in einer bestimmten Ordnung. Wir betrachten alle Knoten als potenzielle Startnoten wieder in einer bestimmten Ordnung. In welcher Ordnung betrachten wir die? Wir haben zuerst die Reihenfolge, in der die Knoten gefinished worden sind. Die Reihenfolge, in der die Knoten finished sind, hier bei der ersten Suche, ist: zuerst wurden alle hier unten finished, danach erst die hier oben. Hier unten, das sind die ersten Knoten, die finished sind. Nee, Moment, Entschuldigung. Ich muss jetzt nochmal nachdenken. Die letzten Knoten, die finished sind, die letzten werden die ersten sein. Die letzten Knoten, die finished sind, sind die hier drin. Im roten. Die vorletzten Knoten, die finished worden sind, sind die im blauen. So, die letzten Knoten, als nächstes die grünen. Aber die letzten Knoten, die finished worden sind hier, sind die in dieser starken Zusammenhangskomponente. Und davor sind die finished worden. Und dasselbe hier, die in dieser starken Zusammenhangskomponente hier oben rechts, sind die Knoten finished, bevor sie hier unten finished worden sind. Und damit können Sie schon vom Hinschauen her sehen, dass tatsächlich dann jetzt eine weitere Tiefensuche tatsächlich die starken Zusammenhangskomponenten liefert. Denn was passiert? In absteigender Reihenfolge. Wir gucken uns zuerst die 6 an. Einen Knoten aus der 6, was zufällig der Startknoten dieser Suche war, weil das der letzte Knoten war, der finished war. Was können wir von der 6 aus, von einem Startknoten, der in der 6 ist, in diesem transponierten Graphen erreichen? Die 6, diese Zusammenhangskomponente. Nichts anderes können wir erreichen, weil wir die Kanten umgedreht haben, die zeigen jetzt in die 6 rein. Bei der 5 dasselbe. Was können wir von da aus erreichen? Alle starken Zusammenhangskomponenten in dieser 5, Entschuldigung, alle Knoten in dieser starken Zusammenhangskomponente 5, die in der 6 könnten wir erreichen, aber die sind schon erledigt. Nächstes die 4. Von da aus könnten wir alle Knoten in der 4 und in der 6 erreichen. Die in der 6 sind schon erledigt. Also als der Output sind die Knoten der 4. Bei der 3, die kann 4, 5, 6 erreichen und sich selber natürlich auch, aber 4, 5, 6 sind schon erledigt, also bleibt die 3. Und so weiter und so fort. Die 2, da wird als nächstes ein Startknoten gesucht. 5 und so weiter ist schon erledigt, wird nicht mehr gefunden, nur die 2 und am Ende nur die 1. Und also Sie sehen, es ist gar nicht so eine Zauberei, sondern es ist tatsächlich ganz logisch, dass auf diese Art und Weise die einzelnen Knoten beendet worden sind. Dass tatsächlich alle, wenn Sie sich zum Beispiel mal die Grünen hernehmen, dass tatsächlich alle grünen Knoten in der ganz links unten in der starken Zusammenhangskomponente später fertig werden als die in der anderen grünen Zusammenhangskomponente, liegt an dieser Parenthetical Order. Ursprünglich war die Suche von der 4 ausgestartet und hat die 3 erreicht, weil ja damals im ersten Schritt war ja noch die Kante andersrum. Und was ist da? Die Knoten hier, wenn ein Knoten hier gesehen wird, vom Knoten hier
und es gibt einen Pfad, dann ist die Reihenfolge vom Finish andersrum. Und aus diesem Grund werden diese Knoten hier gesehen, finished vor diesen Knoten. Gehen wir es nochmal einzeln durch. Der erste Punkt, halt, ich muss noch ein Foto machen. So, den ersten Punkt hatten wir schon am Anfang. Einen Graphen zu transponieren, einen gerichteten Graphen zu transponieren, ändert nichts an den starken Zusammenhangskomponenten. Das heißt also, im Weiteren, nachdem wir den Graphen transponiert haben, was wir da an starken Zusammenhangskomponenten rauskriegen, sind genau die starken Zusammenhangskomponenten, die wir eigentlich rauskriegen wollen, nämlich die vom ursprünglichen eingegebenen Graphen. So, jetzt consider the condensed Graph G'. Das ist genau der Graph, auf dem ich die Zeichnung gemacht habe, wo die Knoten die starken Zusammenhangskomponenten sind und es gibt eine Kante von einer Zusammenhangskomponente zur anderen, genau dann, wenn es im ursprünglichen Graphen eine Kante von einem Knoten der einen starken Zusammenhangskomponente zu einem Knoten dort in der anderen gibt. So, das hatten wir festgestellt, dieser Knubbelgraph ist azyklisch. Das hatten wir am Anfang gesehen, weil jeder Zykel würde bedeuten, dass alle starken Zusammenhangskomponenten auf diesem Zykel in Wirklichkeit eine starke Zusammenhangskomponente wären. So, wir machen uns klar, das, was ich hier mit den Farben gezeichnet habe, die Farben sind ja die DFS-Ergebnisse im ersten Schritt. Also noch auf dem ursprünglichen Graphen vor der Transponierung. Wir machen uns klar, weil ja eine DFS jeden Knoten erreicht, der erreichbar ist vom Startknoten aus, dass es entweder entweder alle Knoten einer starken Zusammenhangskomponente erreicht oder keinen Knoten dieser starken Zusammenhangskomponente. Aus diesem Grund kann ich einfach jeden Knubbel mit einer Farbe zeichnen, wie ich das gemacht habe, eine Farbe geben. Ich muss nicht innerhalb eines Knubbels mehrere Farben vergeben, weil entweder sind alle Knoten der starken Zusammenhangskomponente durch die gelbe DFS erreicht worden oder keiner ist erreicht worden. So, und welche sind das? Ja, alle. In der die Zusammenhangskomponente, wo der Startknoten drin ist, und alle, die von da aus erreichbar sind über Kanten, außer denen, die schon vorher in früheren DFS erreicht worden sind, die sind natürlich aus dem Spiel raus. Ja, also, was ich vorhin gesagt habe, die gelben Knoten werden nicht grün übermalt, sondern die bleiben gelb. Gelb, Entschuldigung, nicht gelb. So. Wir machen uns klar, das folgt aus dieser Parenthetical Order, dass alle starken Zusammenhangskomponenten, alle Knoten in einer starken Zusammenhangskomponente sind aufeinander folgend finished. Das wird nicht gemischt zwischen starken Zusammenhangskomponenten, mal von der einen, dann von der anderen, dann wieder von der einen, wieder von der anderen, sondern schön SCC nach SCC. Und was erstmal insofern erfreulich ist, ja, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, welchen Startknoten wir in einer starken Zusammenhangskomponente wählen. Das ist eigentlich egal für unsere Zwecke. So. Wenn also eine starke Zusammenhangskomponente wie die hier unten rechts, die gelbe, von der oben rechts im ursprünglichen Graphen erreichbar war, dann kommen zuerst in der Finished Order die unten rechts und dann die oben rechts. Gut. Und wenn wir das umdrehen, wenn wir die Reihenfolge umdrehen, wie wir das ja machen, dann ist es genau umgekehrt.
Was wir jetzt beweisen müssen, ist, dass am Ende, also wir wissen jetzt, jede DFS wird jede starke Zusammenhangskomponente entweder vollständig oder gar nicht berühren. Keinen einzigen Knoten da jetzt prozessieren. Oder alle Knoten der starken Zusammenhangskomponente. Was wir jetzt noch zeigen müssen, ist, dass die, was ich eben an der Tafel gezeigt habe, dass tatsächlich jeder einzelne DFS-Lauf in einer einzigen starken Zusammenhangskomponente gefangen ist. Nicht aus der rauskommt. Und dazu nehmen wir an, dass das nicht der Fall ist. Suppose for contradiction hier. Wir nehmen an, zum Widerspruch, dass es zwei starke Zusammenhangskomponenten CE und CJ gibt, die in einem zweiten wiederholten DFS innerhalb desselben DFS prozessiert worden sind. Nicht unbedingt bei der ersten wiederholten DFS, aber in der zweiten wiederholten DFS. So, diese DFS muss jetzt ja irgendwo begonnen haben, in irgendeiner starken Zusammenhangskomponente. Die nenne ich CK. CI und CJ wir wollen zum Widerspruch annehmen, dass CI und CJ im selben DFS-Lauf, in der zweiten wiederholten DFS, prozessiert werden. Irgendwo muss dieser DFS-Lauf begonnen haben, in irgendeinem CK, bei irgendeinem Startknoten da. Muss natürlich nicht unterschiedlich zu CI, CJ sein. Es kann sein, dass es einer von den beiden starken Zusammenhangskomponenten ist, wo dieser Startknoten drin ist. Und dann greift das, was ich hier an der Tafel schon gezeigt habe, durch diese Parenthetical Order mit der Umkehrung kann das nicht sein. Jede einzelne Suche ist gefangen, kann nur noch Zusammenhangskomponenten erreichen, die schon in vorhergehenden Suchen prozessiert worden sind. Und damit ist jede einzelne starke Zusammenhangskomponente tatsächlich in einem einzelnen DFS-Lauf erreicht worden. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen. Es wird sicherlich nicht ganz einfach sein, diese Punkte sich durch den Kopf gehen zu lassen und zu einem Gesamtbild zusammenzufügen, aber sicherlich auch bei weitem nicht unmöglich. Gibt es an dieser Stelle jetzt Fragen zu diesem Algorithmus? Auf diese Art und Weise kriegen wir also mit zwei Durchläufen durch wiederholte DFS, einmal auf dem Ursprungsgraphen, einmal auf dem transponierten Graphen, auf wundersame Weise und wie wir jetzt gesehen haben, auf vielleicht doch nicht so wundersame Weise die starken Zusammenhangskomponenten eines gerichteten Graphen. Komplexität ist wieder linear, weil wiederholte DFS linear ist, weil Tiefensuche linear ist und so weiter und so fort. Hier sehen Sie auch ein bisschen Pseudocode. Ja, gut. Ich hoffe, man kann meine Ausführungen mit ein bisschen Aufarbeitung auch verstehen, ohne den Pseudocode. So, damit haben wir die starken Zusammenhangskomponenten auch schon erledigt. Wir kommen jetzt zu einer ähnlichen Situation in ungerichteten Graphen. Gegen Ende dieser Vorlesung. Biconnected Components. Wir sind jetzt in ungerichteten Graphen. Wir nehmen an, dass dieser ungerichtete Graph zusammenhängend ist, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Es macht nur den Algorithmus einfacher. Und wir nehmen an, dass dieser Graph einfach ist. Das bedeutet, es gibt keine Schleifen, ja, keine Kante von einem Knoten zu sich selbst. Und es gibt keine parallelen Kanten, keine zwei Kanten, die dieselben zwei Endknoten miteinander verbinden. Ist auch nur zur Vereinfachung, hier sehen Sie, for ease of notation, um die Notation zu vereinfachen, gehen wir davon aus, ist nicht unbedingt notwendig in einer Implementation des Algorithmus. So, was wir rauskriegen wollen, sind technisch wieder wie eben eine Menge von Knotenmengen. Jetzt wie eben in gerichteten Graphen die starken Zusammenhangskomponenten. Jetzt die normalen Zusammenhangskomponenten sind trivial zu finden. Sie wenden einfach wiederholte DFS an. Ja, jeder DFS-Lauf gibt Ihnen eine normale Zusammenhangskomponente in ungerichteten Graphen. Wir wollen hier
weil das so trivial ist und weil es wichtig ist, auch die Komponenten in einem strengeren Sinne zu finden. Wollen wir das hier machen? Das sind die zweifach zusammenhängenden Komponenten, die bi-connected, im Deutschen zweifach zusammenhängend, ist die übliche Ausdrucksweise. Was ist das? Zweifache Zusammenhangskomponenten, das sind zwei Knoten sind in der gemeinsamen zweifachen Zusammenhangskomponente, wenn es zwei Pfade gibt zwischen diesen beiden Knoten. Zwei Pfade, die intern keinen Knoten gemeinsam haben. Bitte? Aber wäre das dann nicht ein Zyklus? Es wäre dann ein Zyklus, ja, das ist aber richtig. Wollten wir nicht, dass G einfach ist? Und dann, also ich meine, ja, dass G einfach ist, heißt, dass keine zwei Kanten dieselben beiden Endknoten haben. Also das, andersrum gesagt, dass es keinen Zyklus der Länge 2 gibt. Zyklen dürfen drin sein. Ja, also das Bild dazu ergibt sich sofort, indem ich hier ein bisschen was wegwische. Wenn Sie zwei Kanten haben, die dieselben beiden Endknoten verbinden, dann können Sie in die eine Richtung gehen und wieder zurück, dann haben Sie einen Zyklus der Länge 2. Aber hätten wir schon eine Länge 1, oder? Länge 2, zwei Kanten. Es gibt auch einen Zyklus der Länge 1, wenn man von den Knoten zu. Genau. Wenn man eine Schleife hat, also einen Knoten, eine Kante, die von einem Knoten zu demselben Knoten geht, dann ist das ein Zyklus der Länge 1. Ich dachte, es wären die einzigen, die für simple. Die beiden Fälle wollen wir ausschließen, genau. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, dass es insgesamt Zyklen gibt. Ist das klar geworden, oder? Also das Beispiel wäre jetzt auch für simpel nicht gut. Das sind jetzt zwei Pfade. Das sind zwei Pfade. Mhm. Und zwei Knoten sind in derselben Zusammenhangs-, biconnected, zweifachen Zusammenhangskomponente, wenn es zwei solche Pfade gibt. Ja, und die wirklich intern außer V und W nichts gemeinsam haben. Keinen gemeinsamen Knoten zwischendurch. Ist das klar geworden? Oder wem ist nicht klar geworden, was zweifach zusammenhängend heißt? Ja, wem ist es klar geworden? Okay. Ich habe eine blöde Frage vielleicht. Ja, bitte? Du brauchst zwar eine zusammenhängende Komponente, vier Knoten oder wie? Sie brauchen mindestens drei Knoten für eine Biconnected Component. Ja? Sie können drei Knoten, die ein Dreieck bilden, und von einem Knoten zum anderen kommen Sie entweder direkt oder über den anderen Knoten. Da haben Sie zwei Pfade, die intern nichts miteinander gemeinsam haben, nur die beiden Endknoten gemeinsam haben. Okay. So, das ist ein starker Zusammenhang. Und hier werden wir jetzt wieder eine einzelne Tiefensuche machen. Da der Graph in diesem Fall angenommen ist, als zusammenhängend angenommen wird, das ist ein Anglizismus, nicht? Als zusammenhängend angenommen wird. Assumed to be connected. Also Sie verstehen, was ich meine. Da der Graph hier nach Voraussetzungen zusammenhängend ist, wird eine einzige Tiefensuche natürlich reichen, um alle Knoten zu erreichen. Und der Algorithmus ist auch wieder benannt nach seinen Urhebern, Hopcroft und Targen. Algorithmus, zweifacher Zusammenhang. Wir werden jetzt nicht allzu viel mehr zu diesem Algorithmus sagen können. Der ist nochmal für sich genommen kompliziert. Hier sehen Sie mal eine neue Variante. Der Algorithmus besteht aus zwei Schritten und die beiden Schritte sind ganz eigentlich prinzipiell ganz einfach. Prinzipiell. Soll ich jetzt hier damit anfangen? Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn ich an dieser Stelle jetzt anfange, weil wir kommen jetzt irgendwo, bleiben wir ziemlich schnell zum Ende der Stunde stecken. Bitte? Können Sie uns noch ein Beispiel geben, wo der verwendet wird? Zweifache Zusammenhangskomponenten, wo zweifache Zusammenhangskomponenten verwendet werden, zum Beispiel, also bei vielen algorithmischen Problemen auf Netzwerken ist es sinnvoll,
den Graphen zu dekombinieren in seine zweifachen Zusammenhangskomponenten, weil man das Problem auf jeder zweifachen Zusammenhangskomponente separat lösen kann. Ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen, was jetzt mir gerade spontan einfällt, wozu wir dann, wenn die Zeit ausreicht, kommen werden. Sie wollen einen planaren Graphen wirklich planar in die Ebene einbetten. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ein planarer Graph ist ein Graph, den man an die Tafel zeichnen kann, ohne dass es Kreuzungen von Kanten gibt. Also zum Beispiel, dieser Graph auf vier Knoten, der vollständige Graph auf vier Knoten, ist planar. Diese Einbettung in die Ebene, in die Tafelebene, ist nicht planar. Da ist eine Kreuzung drin. Aber das ist eine andere Einbettung in die Tafelebene mit desselben Graphen und da sind keine Kreuzungen mehr drin. Also ist dieser Graph, es ist eine Eigenschaft des Graphen, egal wie ich ihn zeichne, er ist und bleibt planar. Und was Sie sich leicht überlegen können, ist, dass diese planare Einbettung eines Graphen, dass es wenig Sinn macht, sich den ganzen Graphen herzunehmen, sondern dass man jede einzelne Zweifachzusammenhangskomponente hernimmt und die planar einbettet und das Ganze dann wieder zusammenfügt. Also zweifache Zusammenhangskomponenten zu bestimmen ist sinnvoll, um ein algorithmisches Problem niederzubrechen auf die zweifachen Zusammenhangskomponenten. So, gibt es weitere Fragen zu dem heutigen Stoff? Gut, also schauen Sie sich vielleicht nochmal die Sachen an, die wir jetzt betrachtet haben. Ich werde voraussichtlich nicht zurückkommen zu dem Stoff, den wir bisher betrachtet haben heute. Es sei denn, im Forum oder sonst wie wird eine Frage gestellt, die das, was ich heute gesagt habe, in Frage stellt. Dann werde ich natürlich entsprechend hier in der Vorlesung wieder darauf zurückkommen. Schauen Sie sich insbesondere also diese Seite, Hopcroft-Tajan, zum nächsten Mal an. Lassen Sie sich nicht bedrücken davon, dass Sie vielleicht nicht allzu viel verstehen. Aber was ich schon sagte, man sollte den kognitiven Effekt nicht unterschätzen, durch wiederholtes Konfrontiertwerden mit Stoff, dass es einem erleichtert, die Sachen dann wirklich zu verstehen. So, das war das Wort zum Sonntag, beziehungsweise zum Mittwoch. Ich darf mich dann heute bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Würde mich freuen, Sie nächstes Mal wiederzusehen. Bis dann.